Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man negative und positive Brüche bei den verschiedenen Aufgaben berechnet. Ich beginne mit dem ersten Beispiel. Bringe als erstes die beiden Brüche auf den gemeinsamen Nenner, multipliziere Nenner mit 5, um 15 zu bekommen, hier mit 3 und oben mache das gleiche, also erweitere ich. Minus bleibt 5 Fünfzehntel plus 6 Fünfzehntel. Hier kann man Folgendes machen, das Ganze mit einem Nenner schreiben, 15 und oben minus 5 plus 6, Ergebnis ist 1 Fünfzehntel. Also wenn man hier etwas Schwierigkeiten hat, man kann diesen Zwischenschritt machen und das erleichtern, das Rechnen. Jetzt gehen wir zu dem Beispiel B, bringen wir auch die beiden Brüche auf den gemeinsamen Nenner. 14 mal 2 hier und hier ist mal 7, also erweitere hier mit 2. Also dann muss man den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl multiplizieren und hier mit 7. Multipliziere minus 4 Vierzehntel minus 7 Vierzehntel. Auch hier, wenn man etwas Schwierigkeiten hat, die beiden Brüche zusammenzurechnen, schreibt man 14 im Nenner, macht man so eine gemeinsame Schreibweise und hier die Zähler nehmen ihre Vorzeichen mit, also minus 4, minus 7. Also wie man sieht, hier ist es irgendwie einfacher zu rechnen. Hier müssen wir oben nur die Zähler zusammenrechnen, also Schulden und Schulden. Es gibt noch mehr Schulden, also minus 11. Und der Nenner bleibt 14. Jetzt kommen wir zu der Aufgabe C. Hier werden zwei Brüche multipliziert. Als erstes schauen wir uns die Vorzeichen an. Die Vorzeichen sind unterschiedlich, Minus und Plus. Bei der Multiplikation ergibt Minus, also verschiedene Vorzeichen bei Mal ergeben Minus. Und jetzt multipliziere ich die Brüche wie gewohnt, ohne auf Vorzeichen zu achten. Das haben wir schon berücksichtigt. Brüche multiplizieren bedeutet Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, kürze zuerst. Gucken wir, ob wir was kürzen können. 3 und 7 geht nicht, aber 4 und 6 können wir kürzen mit 2. 4 durch 2, 2 und 6 durch 2, 3. Und jetzt multiplizieren wir 3 mal 3, 9 und 2 mal 7, 14. Fertig. Bei der Aufgabe D üben wir weiterhin Multiplikation von zwei negativen Brüchen. Beide haben das gleiche Vorzeichen, also Ergebnis der Multiplikation wird plus sein, positiv sein. Und jetzt Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, kürze zuerst. Ich sehe schon sofort, hier kann man 9 und 3 mit 3 kürzen, das heißt 9 durch 3, 3 und 3 durch 3, 1. Auch 8 und 4 kann man kürzen. 8 durch 4, 2 und 4 durch 4 ist 1. 2 mal 1, 2 und 3 mal 1, 3. Ergebnis fertig. In dem Beispiel E haben wir eine geteilte Aufgabe mit zwei Brüchen. Wir schreiben zuerst diese geteilte Aufgabe als Malaufgabe um und der Rest bleibt so, wie es gerade steht, also plus 4 Fünftel mal und hier wird Kehrwert geschrieben, minus bleibt 3 halbe, also lediglich wird der zweite Bruch umgedreht. Und jetzt verfahren wir wie oben in den Beispielen C und D. Also B
plus mal minus. Die Vorzeichen sind unterschiedlich, also kommt minus im Ergebnis. Jetzt gucken wir, ob wir zuerst kürzen können. 5 und 3 geht nicht, aber 4 und 2 kürzen wir mit 2. 4 durch 2, 2. 2 durch 2, 1. Jetzt multiplizieren wir die Nenner. 2 mal 3, 6. 5 mal 1, 5. Das ist ein unechter Bruch. Man kann auf Wunsch umwandeln in eine gemischte Zahl. 5 geht in die 6 einmal rein und es bleibt ein Fünftel noch übrig. Jetzt die letzte Aufgabe. So, ich mache ein bisschen nach oben. Auch hier, das ist eine geteilte Aufgabe, verfahren wir genauso wie oben. Der erste Bruch bleibt mit den Vorzeichen, die da sind, mal und jetzt Vorzeichen bleibt und wir kehren um. 3 halbe. Und jetzt bei der Malaufgabe gucken wir, die Vorzeichen sind gleich, also im Ergebnis wird Plus. Man kann natürlich auch Plus auch weglassen, aber ich schreibe es bei dieser Schreibe, bei dieser Aufgabe. Und jetzt schaue ich, ob ich kürzen kann. 7, 3 geht nicht zu kürzen, aber 6 und 2 kann ich kürzen mit 2. 6 durch 2, 3 und 2 durch 2, 1. Multipliziere jetzt die Zähler. 3 mal 3 ist 9 und 7 mal 1 7. Wandle in eine gemischte Zahl um. 7 geht in die 9 einmal rein. 2 bleibt übrig, also 1, 2 Siebtel ist im Ergebnis. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen, würde ich mich total freuen. Gerne auch meinen Kanal abonnieren und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.